Hi ihr Lieben, ich bin's die Mel. Ich möchte heute mal wieder mit euch ein Mini basteln, von dem ich nicht so genau weiß, was es denn jetzt werden wird, weil mich hat gerade mal wieder eine Idee überfallen und vielleicht ist es ganz gut und deshalb dachte ich, ich lasse euch da teilhaben. Beim Aufräumen habe ich nämlich eben diese kleinen Perlchen hier gefunden und irgendwie ist mir die Idee gekommen, dass ich die verwurschten möchte. So, und dafür habe ich, also ich habe hier ne, 8 kleine Perlchen. Ne, das können natürlich so hübsche hier mit Buchstaben sein. Wie gesagt, irgendwie aus dem Billigbastelladen hier, ne, Euroshop oder so. Da kriegt ihr sowas her. Ich habe einen Bogen Pattern Paper klein geschnitten. Der war jetzt im Juli-Kit. Das ist Pattern Paper von Pinkfresh Studio. Das ist sehr schön fest. Das ist also nicht ganz so steif wie Cardstock, aber es ist halt deutlich fester als die meisten Pattern Paper, die ich sonst so habe. Und deshalb dachte ich, ist das schon eine gute Idee, um das für Seiten zu nehmen. Ihr seht, hier habe ich das schon mal vorbereitet. Ihr schneidet also aus dem Pattern Paper Stücke von 6 x 4 Inch. Das bedeutet, ihr bekommt genau 6 gleich große Stücke raus. Die falzt und knickt ihr in der Mitte und dann werden da Markierungen für Löcher angezeichnet. Dafür nehme ich einfach mal ein Lineal und halte das hier an und nehme einen Bleistift und mache einfach mit gleichmäßigen Abständen hier einen Punkt und nehme dann einfach so eine Pickelmatte und piekse das hier mit so einem ne, Piekstool. Alle Nadel, eine Reißzwecke, könnt alles Mögliche dafür nehmen. Piekse das hier durch, damit ich es gut nähen kann. So, was habe ich jetzt vor? Ich werde hier hinten eine genähte Bindung machen und ich werde mir aus Draht und den Perlen ein quasi Steg bauen, wo ich rübernähe. So, klingt komisch, ist aber so. Dafür habe ich mir das Blumendraht, habe ich mir 4 Stücke geschnappt. Ich habe irgendwo hier eine Zange, womit ich ein bisschen biegen kann. Ich brauche natürlich Faden. Oh, ich habe heute Morgen schon wieder Sprachkrebs. Und ein doppelseitiges Klebeband habe ich noch, denn ich möchte, damit mir das Ganze nicht verrutscht und ich es leichter verarbeiten kann, hier einmal die Seiten miteinander verbinden. So, und das Ganze mache ich jetzt, glaube ich, gleich ohne großes Gequatschen, sondern mache hier einfach den Vorlauf an und ihr könnt dann dabei zuschauen, weil ich glaube, so kompliziert ist es nicht. Man versteht es, glaube ich, wenn man es einfach sieht. Hoffe ich. So, irgendwie, soweit. Film ab.
So, ihr seht jetzt also, ich habe es zu Ende genäht. Ich habe also bei allen Seiten das Gleiche gemacht. Ich habe den Faden von innen beginnend rausgeführt und immer durch dasselbe Loch wieder zurückgenäht und ihn dabei über diesen Draht gelegt, um damit eine Bindung hinzubekommen. Bei den ersten dreien habe ich es jetzt auch schon zugemacht. Um das dann zu machen, ein bisschen einfacher ist natürlich, wenn man Paperclips hinten dran hat. Ne? Hätte ich vorhin auch schon mal holen können. Hatte ich nicht, war doof. Also mein Tipp an dieser Stelle, wenn ihr das näht und macht, auch nochmal auf der Rückseite mit den Paperclips, dann geht es einfacher und ihr habt nicht so ein Gefummel wie das, was ihr eben bei mir gesehen habt. Und was ich dann an dieser Stelle noch empfehlen kann, ist eine Nadel, die ein Loch hat, das ungefähr zum Faden passt. Dann müsst ihr nicht alle drei Stiche wieder fädeln, wie es mir eben passiert ist. Aber ist ja egal, letzten Endes ist es jetzt soweit fertig. Wie gesagt, eine letzte Perle habe ich hier noch. Die stecke ich hier also auf. Zack. So, und was ich dann mache, ist, ich kürze den Draht ein kleines Stück ein. Zack. Könnte mir auch vorstellen, dass man sowas zum Beispiel auch mit Zahnstochern oder so machen könnte, ne? Wenn man da irgendwas am Rand dann verklebt oder so. So, und dann nehmt ihr diesen Biegedings, haltet das hier unten fest. Wenn sich das alles ein bisschen verbiegt oder so, ist nicht schlimm. Das muss nicht mega akkurat sein. So ungefähr sieht das jetzt aus. Das dreht sich hier alles ein bisschen, hat ein bisschen Spiel. Wenn man das nicht mag, könnte man das sicherlich auch festkleben mit Glossy Accents oder so, könnte ich mir vorstellen. So, das ist jetzt hier die Bindung. Und so kann man das Album dann öffnen. Da wird jetzt hier, werde ich noch einen Verschluss mit einem Gummiband dran machen. Und ich glaube, die Ecken mache ich noch einmal ein bisschen rund. Und dann ist dieses Mini fertig. Ist eine hübsche Spielerei, finde ich. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht zuzugucken. Ich zeige euch gleich noch ein paar Fotos vom fertigen Album. Wenn euch das gefallen hat, ich freue mich über einen Daumen nach oben. Und bis zum nächsten Mal. Und tschüss!